So, blub, 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 blub. 19,5 Millionen haben wir und unsere monatlichen Kosten sind schon eine Viertelmillion. Das ist ganz schön krass. Und das Griffon. Das Griffon von Grapple. Ja, sehr geil. Oh, und der Booster auf 2. Wir sollten auf jeden Fall gleich was Neues machen. Und da wir eine neue Engine entwickeln, könnten wir eine Neuauflage vom Spiel machen. Das gibt dir mal einen Bonus. So, Game History. Wovon mal eine Neuauflage? Sollten gute Titel sein. Eine großen Fanbase. Presidential Power. Hat eine 8 bekommen. Hat 5 Millionen Profit gebracht und hat 8000 Fans. Ja, das machen wir doch mal. Also, wenn das hier fertig ist. Und keiner in Urlaub muss, wie er hier zum Beispiel. Und überhaupt. Ja, also eher in Urlaub. Die beiden trainieren. Und dann mal gucken. Und die G3 kommt. Schlechtes Timing. Kriegen wir die Engine noch fertig und ihnen in Urlaub geschickt, bevor die G3 kommt? Ich glaube nicht. Wir sollten trotzdem da vertreten sein. So, wir schicken dich jetzt schon in Urlaub. Genau. Dann machen die beiden das zu Ende und wenn die fertig sind, bist du wieder da. Okay. Woche 3 haben wir jetzt schon. Woche 4 haben wir. Oh, gleich ist die G3. Das muss gleich zip, 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 zip gehen. Stopp. Wir können kein Spiel entwickeln. Komm, 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 komm. Nerd Illusion. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Repräsentant, oder? Aber es sind schon mal mehr Schatten als vorher. 2, okay. 242.000. Und es brachte uns nichts. Keine Top 100. Ja, okay. So, Engine ist fertig. Keiner muss in Urlaub. Das heißt, Sequel. Sequel für Presidential Power. Zack. Es ist Medium, es ist Simulation und es war... Was noch? Strategie? Mist. War es vielleicht nur Simulation? Das könnte ja auch sein. Jo, Government Simulation. Okay. Develop Sequel. Presidential Power. Select. Presidential Superpower. Passt nicht. Omnipow. Presidential Omnipow. Das klingt doch gut. Also Medium E. Plattform ist nicht die M-Box. Könnte ich mal das Nu und... Oh. Simulatoren gehören auf dem PC. Wie eigentlich fast alles andere auch. Ja, okay, Actionspiele, vielleicht Konsole. Ich sollte übrigens später echt mal ein bisschen mit den Konsolen anfangen. Ich meine, wir haben jetzt schon das Jahr 22 von 30. Und ich wollte ja eigentlich auch mehr auf Konsolen gehen, um mehr Geld zu machen. Das ist völlig im Sand verlaufen. Also ja, nicht unbedingt jetzt beim Simulator, aber bei... den nächsten Spielen, wenn es mal ein Action-Titel ist oder sowas in der Richtung, dass wir mal eine von den neuen Konsolen ausprobieren. Nur mal so testweise. Also Game Engine ist die neue Engine. Government Simulator PC für alle Medium Presidential Omnipow. Jo, 3D-Grafik 5. Plop, 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 plop. So. Es braucht wenig Story, es braucht viel Engine, aber er sollte nicht zu sehr auspowern, also macht das ein wenig runter. Yeah. Maus. Hm. 92% müsste immer noch okay sein. Und was ist das aus der Gameplay? Da müssen wir Gameplay einfach mal so einen dicken Höhe machen. So, 100. Engine. Ja. Video Playback weg. Dafür Save to Cloud rein. 95%. Also okay.
haben wir jetzt 5% Effektivitätsverlust bei den 4 Ausgewählten. Das ist jetzt nicht so die Welt. Jo, bin ich einverstanden mit. Da war gerade ein 6er Plop. Ich hätte gerne mal so einen richtig großen gleich wieder gesehen. Aber kommt irgendwie nichts. Hype baut sich auf. Zahlen sehen gut aus. Machen wir mal den ersten Booster rein. Was haben wir jetzt? Dialoge sind nicht ganz so wichtig. Level Design. Machen das auch die richtigen Leute? Ja, machen sie. Okay, also Level Design und AI bei einer Simulation. Ein bisschen mehr AI. Was haben wir hier noch? Dynamische Umgebung. Das klingt gut. Bei der AI haben wir sonst nichts. Da sollten wir uns ein bisschen besser ausbauen. Also, falls ich mir nachher den Forschungsbaum mal wieder angucke, wir brauchen mehr bei Dialogen, falls wir mal ein dialoglastigeres Spiel machen, und wir brauchen mehr bei AI. Okay. So, plop, 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 plop. Du kannst jetzt anfangen. Hype baut sich auf, Punkte ploppen hoch. Nee, ich am Kopf kratzen. So, Grafik ist wie immer ausgelastet. Sound ist auch ziemlich ausgelastet. World Design. Virtual Economy ist für einen Simulator recht wichtig. Boom, au. Oh. Wie sollen wir das jemals hinbekommen? Ich mach mal alles weg und nur dynamische Welt. Das sind wir bei 71%. Selbst wenn wir das voll machen würden, kommen wir nicht auf das. Wir müssten das so machen, damit wir das benutzen könnten. Und das ist nicht so ganz Sinn des Ganzen. So. Okay, World Design. Dynamische Welt. Virtual Economy geht nicht. Aber ich hätte gerne dynamische Welt, weil wir so viel Geld ausgegeben haben. Realistisches Wetter ist jetzt nicht ganz so dramatisch für einen Government Simulator. Aber eine dynamische Welt auf jeden Fall. Virtual Economy auch. Okay, also World Design muss höher, das heißt die anderen müssen weniger. Soundtrack weg. Nee, das klappt so nicht. Wir können nicht beides haben. Dafür nehmen wir Open World noch mit rein. Also Open World und Dynamic World. Das passt nicht, verdammt. Grafik 70% ist nicht toll. Surround Sound. Das kommt alles nicht hin. Aber okay, was ist jetzt wichtiger bei einem Government Simulator? Surround Sound oder eine dynamische Welt? Wahrscheinlich eher eine dynamische Welt. Hm? Also bleiben wir bei Stereo Sound mit 81% und Grafik hat dann halt nur 70%. Dafür haben wir halt das, was wesentlich wichtiger ist. Okay. So. Hype ist bei 12. Punkte sehen gut aus. Und wir sind gleich fertig. Oh, wir kommen jetzt an die 300 ran. Wir kommen über die 300. Okay, Bugs noch schnell weg. Blub, 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 blub. Das Bugfixen dauert echt langsam tierisch lange. Und ich bin gespannt, wann wir das nächste Büro bekommen, wenn es denn eins gibt. Aber ich denke mal schon. Weil wir sind jetzt ja Jahr 22, vielleicht bei 25? Oh, halb ist bei 16. So, 320, 280. Wusch, neuer Rekord. Ziemlich wenig Erfahrungspunkte, weil es halt nichts Neues ist und dadurch keinen Kombi-Bonus und was weiß ich bekommt. Was ich nicht ganz verstehen kann. Weil wenn ein Spiel einmal eine gute Kombination war, warum ist es dann bei der Neuauflage nicht wieder eine gute Kombination? Es ist zwar nichts Neues, aber die Kombination an sich... Ja, okay. So, du... Research. AI braucht mir was. Self-Learning AI. 150 Forschungspunkte. Und Dialoge braucht mir was. Das braucht nicht ganz so viel. Einfache Körpersprache. Okay. So, du machst das. Und die Kritiken für Presidential Omnipower sind da. Ziemlich häufig eine 10. Am Anfang jedenfalls. 6, 7. Also bisher 6,5. Tendiert eher zu 7. Ist doch schon mal okay. Also es dürfte auf jeden Fall die Kosten decken. Ja,
sehr schön. Also nicht sehr schön, sondern sehr schön, okay. Du trainierst. Ja, trainier Research. Du trainier. Du hast inzwischen 700 Design. Warum kannst du keine Grafik nehmen? Weil es 200 Research-Punkte kostet. Das hatten wir schon mal das Problem. Dann trainier bitte auch nochmal Research. So. Alle am Kopf kratzen und trainieren. Sehr schön. Presidential Pao hat schon mal 1 Million gebracht. Hat gute Kritiken bekommen. Ja, aber da stand nichts von einer besseren Engine. Aber es war eine bessere Engine. Okay, es hatte keine bessere Grafik-Engine, aber Grafik ist doch nicht alles, Jungs. Oh, das ist komisch. Aber na gut, wieder was dazu gelernt. Mir sind jetzt schon so viele Sachen aufgefallen, die ich im nächsten Run besser machen könnte. Aber gut, er muss gleich in Urlaub. Er ist fertig mit der Body Language. Dann machen wir doch einfach mal ein bisschen Contract Work, während er Urlaub macht. Contract. Accept. Do Vacation. Ihr lädt auch schön eure Dinger da auf. Ich hoffe, das machst du auch im Urlaub. Müsst ihr im Urlaub ja eigentlich noch schneller machen, oder? So, fertig. Gleich. Oh, er ist schon wieder da. Okay. Stopp. Pause. Neues Spiel. Was haben wir noch so Neues? Ah, Hospital. Stimmt aber was. Hospital Simulator. Medium für alle. Und wir nennen es Theme Hospital. In der Hoffnung, dass das da wieder eine Anspielung ist wie bei Pong und das irgendein Achievement oder Bonus bringt. Plattform ist... Wir wollten mit den Plattformen experimentieren. Wo könnte man Theme Hospital denn noch gut mitspielen? Nicht mit einem Controller. Das schränkt das Ganze schon mal ziemlich ein. Für das Griffon vielleicht. Mit dem Rumtatschen und so. Weiß auch nicht. Eher casual. Mit der Nu? Nee. Nee, hier bleibt doch nur der PC über. Next. Next. So, die haben zwar jetzt nur einen Einfach-Boost, aber das müsste sich ja auffüllen, während sie die erste Stage durchmachen. Also, Story und Quest sind nicht wichtig. Mod-Support ist immer gut. Save to Cloud ist okay. Basic Physics sind nicht wichtig. Dafür lieber Video-Playback von irgendwelchen lustigen Szenen. Gameplay. Charakter-Progression ist nicht so wichtig, aber wir haben keine wirklich tolle andere Auswahl bei Gameplay. Das sollte man vielleicht auch nochmal ändern. Engine, Gameplay, Story Quest ist okay. Das geht ganz schön schnell für die zweite Stufe. Hype baut sich auch auf, sehr schön. Und Presidential Omnipow scheint ein Riesenhit zu sein. Und hat über 500.000 Einheiten verkauft. Das ist Goldstatus, glaube ich. So, du mach mal das da an. Hey, du hast nun 100.000 Fans erreicht. Mit solch einer großen Fanbase solltest du nun in der Lage sein, Medium Games selber zu publishen. Ist ja nicht so, dass ich das die ganze Zeit über gemacht habe, hm? Hier seid mir Nasenbären. So, es gibt bald ein Grr-Pad. Mhm. Was für ein Spiel könnte man fürs Grr-Pad designen? Ich weiß ja nicht. So, Level-Editor, Easter Eggs, Dynamic Environment, AI Companion könnten raus, aber wir haben immer noch bei AI nichts Ordentliches. Der Rest sieht eigentlich okay aus. Dialoge brauchst du im Hospital nicht. Die machen so eine Blabla-Sprache wie bei Sims. Glaube ich doch. Schon zu lange her. So, du plopp auch mal. Jo, alles schön am Boosten. Punkte fliegen wie nichts Gutes. Research-Punkte Gott sei Dank auch. Und Omnipow verkauft sie immer noch. Sehr schön. Grafik ist mal wieder im Hinterrücken. Sound ist auch nicht so toll. World Design braucht keine Open World. Simulator braucht aber
Virtual Economy, Dynamic World braucht es nicht, dafür Tag- und Nacht-Cycle. Und World Design kann dementsprechend ein wenig runter. Das braucht ja fast gar nichts, das beides. So, Sound und Grafik sind dafür jetzt schon fast auf 100%. Das ist goodie. Machen wir es ein bisschen höher. Das auch. Oh. Ich hätte gerne nämlich hier noch einen Sound. Nee. Against Surround Sound. Oh, das klappt sogar. 90%. Das ist vertretbar. Das ist echt vertretbar. Okay.